Bei Unsere kleine Farm spielte Karen Grassle die Familienmutter Caroline Ingalls. Die Schauspielerin veröffentlicht am 16. November ihre Memoiren, in denen sie auch auf ihre Zeit am Set der Serie eingeht. In einem Vorab-Interview mit der New York Post berichtet sie von ihrem schwierigen Leben und auch von ihrem Verhältnis zu Co-Star Michael Landon. Wie Karen beschreibt, sei ihre Zusammenarbeit zunächst gut gelaufen. Die Schauspielerin sei glücklich gewesen über die Rolle bei Unsere kleine Farm, die für sie den großen Durchbruch bedeutete. Als sie für die zweite Staffel ihr Gehalt neu verhandeln wollte, kam es jedoch zu einem Bruch zwischen ihr und Michael. Dieser war nicht einverstanden. Landon hätte weiterhin gewollt, dass sein Co-Star trotz Hauptrolle wie die Kinderdarsteller bezahlt wird. Für mich als sein Co-Star dieser Hitserie war das beleidigend. Ich wollte niemanden abzocken, aber habe schon eine faire Bezahlung erwartet. Daraufhin eskalierte die Situation zwischen den beiden. So soll Landon viele Szenen mit Karen gestrichen haben und ihr erzählt haben, dass sie beim Publikum nicht so beliebt sei, wie sie denke. Auch soll er sich am Set über sie lustig gemacht haben und Schimpfwörter benutzt haben, besonders in intimen Szenen. Mike hat dann ein Schimpfwort benutzt und ekelhafte Witze darüber gerissen, wie Frauen nach dem Sex riechen. Karen hätte sich in diesen Momenten gewünscht, einfach zu verschwinden. Ich war fast wie versteinert, aber als Frau in der Filmindustrie der 70er war ich so an diese Herabsetzungen gewöhnt, dass es mir gar nicht eingefallen wäre, ihn dafür zurechtzuweisen. Stattdessen hätte sie sich einfach weiterhin professionell verhalten. Glücklicherweise konnten sich Michael und Karen vor seinem Tod wieder annähern. Ich bin dankbar dafür, dass wir uns wieder vertragen haben. Die Geschichte mit Michael Landon war allerdings nicht der einzige Tiefpunkt in ihrer Karriere. Sie spricht in dem Interview und ihren Memoiren außerdem über ihre Zeit als Alkoholikerin. Während sie zunächst nicht viel trinken konnte, da sie vor Unsere kleine Farm nicht genug Geld verdiente, wurde es nach ihrem Durchbruch immer schlimmer. Am Set gab es außerdem eine Bar, was dazu führte, dass Karen oft betrunken war. Ich habe mich immer total betrunken und habe dann angefangen zu schluchzen und zu weinen und dann habe ich einfach weitergemacht. Ich hatte das Gefühl, dass alles in meinem Leben total falsch wäre. Schließlich schaffte es Karen Grassle doch, sich aus ihrer Abhängigkeit zu retten und trocken zu werden.